Mangel, eine neue Kunst, die, sagen wir, sehr performativ, sehr theatralisch sich gebärdet hat. Und da ging es immer darum, dass alles tatsächlich geschehen ist. Es wurde nichts gespielt, also kein traditionelles Theater. Niemand war der Hamlet oder Faust, sondern die Leute haben sich selbst ereignet, indem sie reale Handlungen vollzogen haben. Ich bejahe das Leben und ich möchte alle jungen Leute, alle meine Schüler, alle meine Freunde und eigentlich die ganze Welt zu dieser Lebensbejahung auffordern. Ein wunderbarer dionysischer Berauschungssaft. Und ich habe mein ganzes Leben gerne Wein getrunken und es hat mich immer begeistert und berauscht. Und ich liebe es, im Rausch zu leben. Das hängt, das ist alles das Gleiche. Ich arbeite ja quasi an einem Gesamtkunstwerk. Und das da werden alle Sinne angesprochen. Meine Arbeit ist Musik, ist Malerei, Tanz, Skulptur und eben Theater. Hermann Nitsch ist einer unserer größten Künstler, zeitgenössischen Künstler. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass die Zusammenarbeit mit dem Museum Danubiana so gut klappt. Also ich darf mich hier bedanken, dass wir wieder einen so großen nationalen und internationalen bedeutenden Künstler hierher gebracht haben. Ich glaube, die Ausstellung zeigt schon die Dimension von Hermann Nitsch als Künstler, der ein Gesamtkunstwerk schaffen möchte. Wir haben zwei Museen seinem Werk gewidmet sind, ausschließlich seinem Werk. Also ein Museum in Mistelbach in Niederösterreich und ein Museum in Italien. Das in Neapel, abgesehen von vielen zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen. Drum war es an der Zeit, Hermann Nitsch hierher ins Danubiana zu bringen. Er wohnt ja nicht sehr weit weg, 40 Kilometer von hier. Und er sagt selbst, er sieht von seinem Schloss die kleinen Karpaten. Also hat sich sehr gefreut, auch hier ausstellen zu dürfen. Danke, dass Sie die Frage stellen. Ich hätte mir erlaubt, das auch jetzt aktiv vorzubringen. Wir sind ja immer stolz, solche hochqualitativen Künstler nach Bratislava und in die Slowakische Republik zu bringen. Also ich darf schon darauf hinweisen, dass gerade hier im Danubiana ab Oktober nächsten Jahres ein enger Freund von Hermann Nitsch ausstellen wird, der hier in der Slowakischen Republik ja kein Unbekannter ist, Christian Ludwig Attersee. Wir freuen uns auf ihn, er stammt ja hier aus Bratislava. Die Familie Ludwig ist hier nicht unbekannt.